Was, ne? Heute Nacht, da habe ich aber dir bei Instagram vielleicht schon gesehen. So, ich melde mich auch mal wieder. Gestern Abend war ich noch mit Memo in Schenefeld, bisschen Casino. Am Ende haben wir beide ein bisschen Minus gehabt, aber nicht so viel. Also hat sich noch in Grenzen gehalten. Wir hatten einen geilen Abend so. Natürlich ist es immer schöner, mit Plus rauszugehen, aber ihr wisst ja, am Ende gewinnt meistens immer die Bank und das war gestern auch der Fall. Ja, und dann fahre ich so gegen 2 Uhr nach Hause und fahre Landstraße. Und da ist mir dann leider eine Katze vors Auto gelaufen. Konnte ich echt, also beim besten Willen, ich konnte nichts machen. Die war auf einmal vorm Auto. Ich hatte vielleicht so 90 km/h, 100 km/h drauf. Da konnte ich nichts mehr machen. Das hat mich ein bisschen, ja, nicht so geil. Übelst runtergezogen irgendwie. Keine Ahnung, Mann. Ja, keine Ahnung, das zerrt auf jeden Fall an meinen Nerven. Ich habe selber mal 3 Katzen gehabt und Polizei rufen bringt in so einer Situation auch nichts. Die machen ja auch nie was, wenn es darum geht, irgendwie, dass Tiere angefahren worden sind oder gestorben sind oder so. Keine Ahnung. Das war ein Ovel Gönne. Für die Leute ist das jetzt doof an, aber wer seine Katze vermisst, das war eine schwarze Katze, so mit weiß, schwarz-weiß so ein bisschen. Ey, tut mir echt leid, Mann. Ich konnte in der Situation nichts machen. Jeder, der schon mal einen Wildunfall hatte, weiß, dass es meistens, wenn man es sieht, schon zu spät ist. Und das war in dem Fall leider auch so. Ja, keine Ahnung. Es zerrt an meinen Nerven. Ich bin so ein tierlieber Mensch und auch Katzen. Also Hunde und Katzen sind so wirklich meine favorite Tiere. Und ich habe immer selber zu mir gesagt, oh, ich werde niemals eine Katze überfahren. Und dann ist es gestern leider, ja, zum Kotzen, Digga. Heute Nacht fahre ich nach Hause, Digga. Geiler Abend gewesen. Gut Spaß im Casino gehabt, Digga. Landstraße, Digga, fahre ich eine Miezekatze tot, Digga. Das war echt, Digga. Das hat, Digga. Das ist echt. Also das hat mein Gemüt richtig runtergezogen. Das hat mein Gemüt richtig runtergezogen, Alter. Aber ich konnte. Das ist halt auch das, was. Man. Das hört sich doof an, aber man kriegt ja ein bisschen Routine im Tiere überfahren, ne? Das erste Mal, als ich Tiere überfahren habe, war eine Ente. Dann irgendwann ein Hase. Ein paar Mäuse zwischendurch auch noch, aber die, gut, waren, ja, was. Ente, Hase, ja, ich glaube, das war's. Und jetzt eine Katze, oder? Ah, nee, genau. Vor 3 Tagen ist mir noch ein Vogel gegen meine Scheibe geflogen, auch tot. So ein kleiner Spatz. Was auch immer, puff. Und der Vogel ist da gegen meine Scheibe geflogen, vom Mercedes, Alter. Muss ich wirklich sagen, aber das Schlimmste von allem war die Katze, Digga. Nee, eigentlich nicht, die Ente, Digga. Die Ente tat mir am meisten, allermeisten leid, Digga. Serienmörder, ja. Nee, aber was ich meine mit, man kriegt da so eine Routine drin. Als ich die Ente überfahren habe, da habe ich wirklich eine Woche dran zu knabbern gehabt. Und bei der Katze, das hat mich auch zwar mega runtergezogen, aber ich habe mir die ganze Zeit selber jetzt zu mir selber gesagt, Marcel, du kannst das nicht ändern. Du konntest in der Situation nichts machen. Es war ja nicht so, als wenn ich am Steuer saß und am Handy gespielt habe, sondern ich war konzentriert auf der Straße, hatte Fernlicht an und aus dem Nichts, puff, vom Auto. Was kann ich dagegen machen? Da kann ich nichts gegen machen, Digga. Wenn ich könnte, ich würde es rückgängig machen wollen. War die Katze wegen Instant tot? Das hat sie mir nicht erzählt, Digga. Keine Ahnung. Ich habe die Katze danach auch nicht mehr gefunden. Ich war ja heute noch mal da, habe die gesucht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat gescheppert und dann habe ich geguckt, nichts gefunden. Vielleicht lebt sie noch. Oh nee, Digga. Nein, nein, nein. Aber ich habe geguckt, nichts gefunden. War ja auch stockduster, war ja mitten in der Nacht. Ich bin ja heute nochmal hingefahren, weil ich habe ja eine Dame beim Tierschutzverein in Buxtehude, mit der ich ein bisschen am Schnacken bin. Und die hat auch zu mir gesagt, guck doch nochmal, vielleicht findest du die wegen Chip auslesen. So, also das ist Owe Gönne. Und hier ungefähr bei diesem Stückchen muss es gewesen sein. Ich werde da auch nochmal jetzt gleich hinfahren. Oder später nochmal hinfahren und gucken, weil ich hatte mit einer vom Tierschutzverein hier in Buxtehude geschrieben. Die hatte zu mir gesagt, man hätte ihr Bescheid sagen können, wenn die Katze geschippt gewesen wäre, dann hätte man das auslesen können. Daran habe ich gestern Abend nicht gedacht, deswegen werde ich da nochmal gucken. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Hängt noch am Auto, Lull. Habe ich auch erst einen Moment gedacht, ja. Die lebt noch? Nein. Nein, 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 Livestream-Chat. Es hört sich jetzt hart an, das sozusagen. Aber ich muss Real Talk sagen, die ist geflogen, Digga. Die ist geflogen. Ist das am Auto kaputt? Ja. Die Frontstoßstange ist gerissen vorne. Wie viele Kilometer warst du unterwegs? Oh,
Offiziell oder inoffiziell? Nein, ich weiß nicht. Ich habe nicht auf den Tacho geguckt, Digga. Nein, also nicht zu. Ich bin kein 200 gefahren, aber es war 2 Uhr nachts. Die Straßen waren komplett frei. Ich würde sagen, weiß nicht. Ich habe kurz vorher noch einen LKW überholt. Ich glaube, da war 100 erlaubt. Vielleicht war ich 110, 120. Ich habe wirklich nicht auf den Tacho geguckt. Wirklich nicht. Ich habe mich mit Memo gerade unterhalten. Wir haben uns über Urlaub und so unterhalten. Vielleicht 110, 120, 130. Ich bin, vielleicht aber auch nur 100. Ich habe nicht auf den Tacho geguckt. Ich bin gemütlich Landstraße gecruised. So vom Bauchgefühl bin ich nicht schneller als 100 gefahren. Weil, wie gesagt, wir waren beide super entspannt, Memo und ich. Ich habe den LKW überholt, weil der ist natürlich langsam gefahren. So, hab den überholt, bin wieder rüber, bin gefahren, hab aber auch nicht durchbeschleunigt, sondern hab wieder runtergebremst. Bisschen, weil ich mit Memo hab ich mich die ganze Zeit, der saß ja neben mir, Memo hatte ein, zwei Wodka-O-Indos, oder Wodka-Energy oder was weiß ich. Und wir haben auch die ganze Zeit cool philosophiert über Urlaub und dies Sinn des Lebens. Es war ein geiles Gespräch. Und dementsprechend, weil ich die ganze Zeit mich mit ihm unterhalten hab, immer mal wieder rüber geguckt hab, bin ich ganz Sutsche gefahren. Straßenfrei und LKW überholt, lul. Ja, Digga, da, Greenlord, Logik ist da, oder? Und ihr dürft ja nicht vergessen, eine Katze wiegt ja relativ wenig. Und stellt euch mal vor, wenn du mit 80, 90 Sachen einen Menschen anfährst, frontal, wie der fliegt. Und jetzt stell dir mal vor, wie eine Katze fliegt. War es safe eine Katze? Ja, safe eine Katze. Ich habe in dem Moment, ich fahre und ich sehe in dem Moment ganz schnell, in dem Bruchteil einer Sekunde sehe ich eine Katze. Und dann höre ich nur, puff. Vielleicht war es ein Drecksmarder. Also erstmal Marder zu beleidigen, finde ich unkorrekt, Digga. Beleidige meine Mutter, gar kein Problem, aber Marder zu beleidigen. Es könnte auch ein Marder gewesen sein, die haben auch so einen flauschigen Schwanz, aber ich bin mir doch relativ sicher, dass es eine Katze war, Digga. Ich weiß es nicht. Ihr kennt die, die schon mal wild und verlandet, das geht alles so schnell. Ah, auf jeden Fall habe ich da voll Abstand drauf geschoben. Und nur noch mal ganz kurz, wirklich, so war ich hier sitze, beim Leben von Kylo und ihr wisst, wenn mir wirklich etwas wichtig ist und ich unter Beweis stellen möchte, dass ich wirklich nicht spinne, dann sage ich immer beim Leben von Kylo, weil ihr wisst, Kylo ist mir heiliger als alles andere. Ich bin nicht schneller als vielleicht 110, 120 gefahren. Auf einer 100er Straße nachts um 2 ist das völlig legitim. Und dann leg ich mich gestern Abend ins Bett. Mein Kopf hat die ganze Zeit diesen gemacht. Digga, jetzt, wenn ich jetzt dran denke. Hat die ganze Zeit diesen gemacht. Miau. Ich habe selber 3 Katzen gehabt. Ich liebe Katzen mindestens genauso wie Hunde. Ich bin absoluter Katzenliebhaber. Und dann bin ich nochmal in die Küche gegangen, hab mir nochmal eine Milchschnitte gegönnt, hab mich ins Bett gelegt, war ein bisschen runtergefahren und dann denke ich mir, oh gut, okay, ein bisschen entspannen. Guck ich aufs Handy, zack, zack, guck mir Holger seine Instagram-Story an. Und was erzählt Holger in der Instagram-Story? Irgendwas von Katzen, die rollig sind, dass man denen hinten Wattestäbchen reinstecken soll. Und ich denke, Digga, wer will mich hier gerade Dann skippe ich einen weiter, komm bei, hier, Orange Boy und seiner Ex-Freundin rein, Maria. Die erste Story, die ich sehe, ist mit ihrer Mietzekatze und man sieht die pinken Katzen. Digga, hab das Handy beiseite gelegt. Ich hab so Absturz geschoben. Ich hab so nochmal Absturz geschoben. Also, da habe ich voll Absturz drauf geschoben. Und dann bin ich ja heute nochmal hingefahren, hab geguckt, bin mit René die Landstraße längs gefahren, längs gegangen, hab geguckt, ob wir die Katze noch irgendwo sehen am helllichten Tag, weil es war eine Landstraße, völlig dunkel, da sind keine Laternen oder sowas. Aber ich hab nichts gefunden. Dann hat die Dame vom Dingsverein, vom Tierschutzverein ist er auch nochmal hingefahren, hat sie mir geschrieben dann im Nachhinein und meinte, ja, ich habe auch nichts gefunden, ich habe aber gerade zwei Jungs getroffen, die waren so 13, die wollten ein Foto mit ihr machen und meinten, sie hätten gerade 2 tote Katzen gefunden und die hätten sie jetzt nach Hause genommen. Da habe ich gesagt, yay, wahrscheinlich 2 tote Katzen gefunden, lul. Noch lustig war auch, als ich dann nach der Katze gesucht habe mit René, kommt mir auf einmal jemand entgegen mit Hund, irgendein Typ, ich voll abgenervt an der Landstraße, kommt er mir mit Hund entgegen. Und fragt nach einem Foto, Digga. Da denke ich schon, Alter, will er mich flachsen. Jetzt war erstmal für einen kurzen Moment angefressen. Hab dann aber gesagt, Digga, ich will jetzt erstmal zum Auto gehen. Komm hinterher, dann machen wir ein Foto. Dann war der voll aufgeregt, kam aus Bayern. Hat eine hübsche Freundin gehabt, Digga. Falls du siehst, eine hübsche Freundin. Wirklich, er meinte auch, glaube ich, später im Stream. Bin mir nicht mal ganz sicher. Eine hübsche Freundin. Eine rothaarige, Digga. Uiuiuiui. Glückwunsch, Digga. Halte die an der Seite. Hoffentlich war es nicht seine Schwester, Digga. Das weiß ich jetzt nicht. Kann auch seine Schwester gewesen sein. Ich weiß nicht genau, Digga. Auf jeden Fall ganz lecker, lecker Ding. Und er war so aufgeregt. Dann mache ich mit ihm ein Foto und sage, yo, hau rein, Digga, und so. Und fahren wir los. Dann sagt René, Digga, der heult doch. Ich denke, wie, der heult? Dann waren die schon 50 Meter weiter. Dann sage ich, wird. Fahr ich in seine Richtung, guck, sitzt er da, Digga, und heult. Ich denke, was ist denn jetzt los, Digga? Der war so emotional geladen und davon so, Digga, das war mir fast schon ein bisschen unangenehm. Der kam aus Bayern.
Naja, eins kann ich euch sagen, ich kann definitiv in Zukunft darauf verzichten, Tiere zu überfahren. Weil gestern auch, als ich diese Landstraße gefahren bin, kurz bevor ich den LKW überholt habe, habe ich noch dran gedacht, oh, schon wieder ganz schön spät. Hoffentlich siehst du kein Tier am Straßenrand. Weil es gibt wirklich für mich, ich bin ein sicherer Autofahrer, würde ich sagen. Und ich habe keine Angst, wenn ich schnell fahre, mal 300 oder so, bin ich sicher unterwegs. Weil wenn du Angst hast beim Autofahren, das ist ganz schlecht. Aber wovor ich wirklich Angst habe, wenn Wild auf die Fahrbahn läuft. Egal ob Katze oder, Wild ist ja keine Katze, aber Wildschweine, Füchse, alles. Davor habe ich so Angst, Digga. Und ich denke in dem Moment da dran und 30 Sekunden später läuft mir die Katze vors Auto. Riesen am schlimmsten. Oh, letztendlich, Digga. Letztendlich ist es mir eigentlich dann am Ende des Tages egal, ob ich ein Reh überfahre oder ein Wildschwein oder ein Fuchs. Tier ist Tier. Ich möchte einfach nichts von dem überfahren, Digga. Vollkasko regelt. Nikinator, natürlich. Aber darum geht's mir nicht. Es geht mir nicht um den Blechschaden. Es geht mir einfach darum, Digga, dass ich kein Tier anfahren möchte. Voll Kaskoregel, was? Dulli. Dulli, Digga. Kann man drauf verzichten, ne? Kann man drauf verzichten, definitiv. Beim Reh kann es durch die Scheibe gehen. Ja, klar, aber da, klar, die Aspekte verstehe ich von euch auch. Aber darum geht's mir jetzt nicht.